Wie war's? Nee, bin jetzt live. Mach nur Daumen hoch oder? Okay, guten Morgen, herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich heiße Veronika Priesmayat-Kotsch und begrüße Sie ganz herzlich aus der Europäischen Akademie Berlin zu unserem fünften Online-Morning-Briefing in der Reihe Europa, jenseits der Schlagzeilen. Heute diskutieren wir über die Rechtsstaatlichkeit, ein Thema, das zurzeit sehr präsent in den Medien ist und auf der europäischen Agenda ebenfalls. Aber anstatt sich alleine auf das Veto Polens und Ungarns in Brüssel zu konzentrieren, blicken wir hinter die Schlagzeilen und gehen der Frage nach, was passiert, wenn die Rechtsstaatlichkeit nicht optimal funktioniert oder durch politische Entscheiderinnen für eigene Zwecke instrumentalisiert wird. Und damit es nicht zu abstrakt wird, begrenzen wir uns auf vier zentrale Wirkungsfelder: das Justizsystem, Rahmen für die Korruptionsbekämpfung, Medienfreiheit und Pluralismus sowie die institutionelle Gewaltenteilung. Daher auch der Titel unseres Briefings, Teile und Herrsch. Und wir diskutieren das Thema in einem wahrlich europäischen und pluralistischen Setting. Meine Gäste heute sind aus Warschau, zugeschaltet ist Jacek Lepiasz, Journalist und ehemaliger Korrespondent der polnischen Presseagentur in Deutschland, zwischendurch auch der deutschen Presseagentur in Polen und letztens auch der Deutschen Welle. Und Sie müssen es wissen, die Agenturjournalisten haben kein einfaches Leben. Sie sind die wahren Brückenbauer zwischen den Ländern und mit ihrer Berichterstattung prägen sie die politische Agenda, aber die Öffentlichkeit kennt sie kaum, denn sie berichten wirklich hinter den Schlagzeilen. Umso mehr freue ich mich, dass Jacek Lepiasz letztes Jahr von der Bundespressekonferenz für die gelebte Pressefreiheit ausgezeichnet worden ist. Also herzlich willkommen, Jacek, liebe Grüße nach Warschau. Hallo. Aus Stockholm. Zugeschaltet ist Gabriele Baumann. Seit einem Jahr leitet sie den Bereich Nordische Länder für die Konrad-Adenauer-Stiftung. Und zusammen wollen wir heute schauen, wie das Demokratie- und Staatsverständnis in den europäischen Musterstaaten im Norden, in Skandinavien, aussieht. Davor war aber Gabriele Baumann 7 Jahre lang Leiterin der Konrad-Adenauer-Stiftung in der Ukraine und konnte die ukrainische Revolution der Würde und die einhergehende demokratische Transformation vor Ort erleben. Und vielleicht kommen wir auf ein oder anderes Thema auch in diesem Zusammenhang zu sprechen. Herzlich willkommen, liebe Grüße nach Stockholm. So. Und in Hamburg oder aus Hamburg begrüße ich Jan Puhl, Redakteur im Auslandsressort von der Spiegel, der seit über 14 Jahren über Polen, Mittel- und Osteuropa, aber auch Afrika schreibt und diese Region bereits seit der Studienzeit wie eigene Tasche kennt. Und wenn Sie eher der Zuhörertyp sind, und Jan Pohl ist ein Norddeutscher, das heißt ein schöner Dialekt, dann können Sie seine Eindrücke aus Ungarn zum Beispiel auch mal in einem Podcast hören. Herzlich willkommen, liebe Grüße nach Hamburg. Herr Pohl, fangen wir mit dem Septemberbericht der Europäischen Kommission über die Lage der Rechtsstaatlichkeit. Den ersten seiner Art und übrigens ein Erfolgserlebnis für die deutsche Ratspräsidentschaft. Die zuständige Kommissarin Jourová hat deutlich gemacht, dass der Bericht zwar alle EU-Staaten unter die Lupe nimmt, aber die Entwicklungen in Polen und Ungarn besonders alarmierend sind. Was ist da los eigentlich und wie können wir diese Entwicklungen verstehen? Sie haben das Wort. Versuche mal, meinen norddeutschen Akzent zu unterdrücken. Guten Morgen. Der Bericht von Frau Jourová legt den Finger auf in der Tat eine schwerende Wunde. Die Rechtsstaatlichkeit ist in Polen und Ungarn auf jeden Fall in großer Gefahr. Es gibt auch andere Länder, in denen das der Fall ist. Bulgarien, Rumänien, die Slowakei ist im Moment etwas auf dem aufsteigenden Ast, könnte man sagen. Sicher ist, Ungarn und Polen sind sicher die schwersten Fälle. Die Rechtsstaatlichkeit wird dort in beiden Ländern auf zwei unterschiedliche Arten und Weisen abgeschliffen, sie erodiert, sie wird zerstört, kann man sagen. In Polen ist es eine relativ offene Art, die Rechtsstaatlichkeit zu demolieren. Man verabschiedet Gesetze und legt Verfahrensregeln sehr großzügig aus, also die regierenden Nationalkonservativen machen das, um Gerichte bis hin zum Verfassungstribunal, aber eben auch, kann man die Richter berufen,
politisch unter Kontrolle zu bringen. Es gibt eine Justizreform, in der das einfach paragraphenweise aufgeschrieben ist, was man mit der Justiz vorhat. Man möchte sie politisieren, das heißt der Parlamentsmehrheit unterwerfen. In Ungarn funktioniert das etwas anders und etwas subtiler, aber nicht weniger wirkungsvoll. Viktor Orban ist jetzt schon seit 10 Jahren an der Macht und lässt keine Gelegenheit aus, seine Gesinnungsgenossen in wichtige Positionen zu bringen. Er hat bei vielen Posten, seien es nun Menschenrechtsbeauftragte oder ähnliche Posten, hat er die Amtszeiten verlängern lassen, sodass, wenn er dort jemanden einsetzt, dieser Mensch da auch sehr lange sitzt. Das führt mit der Zeit dazu, dass Checks and Balances, also jene kleinen Kontrollmechanismen, die in jeder Demokratie vorhanden sein müssen, damit sie richtig funktioniert, langsam abgeschliffen werden, langsam verschwinden. Das Ganze ist sehr, sehr viel schwieriger zu kontrollieren und vor allen Dingen von zum Beispiel aus Sicht der EU sehr viel schwieriger wieder rückgängig zu machen. Die EU könnte jetzt an Polen herantreten und fordern, ihr müsst eure Justizreform zurücknehmen. Paragraph sowieso entspricht nicht den EU-Grundsätzen von Gewaltenteilung. In Ungarn ist das viel schwieriger. In Ungarn ist der Generalstaatsanwalt ein dicker Kumpel von Orban. Das ist eine informelle Freundschaft. Die EU kann schlecht, die beiden sitzen zusammen in Fußballstadien, trinken ein paar Linker und knabbern Sonnenblumenkerne. Das liegt nahe, dass es da, dass die auch mal über Politik reden oder über bestimmte Fälle. Diese Distanzlosigkeit, die ist viel schwieriger einzuklagen von der EU. Die Rechtsstaatlichkeit in Ungarn sehe ich massiv in Gefahr und vor allen Dingen auf eine subtilere Art in Gefahr gebracht, als es der Fall in Polen ist. Und weil Sie ja auch erwähnt haben, dass Ungarn und Polen zwar so zwei besondere Ausreißer sind, aber auch Rechtsstaatlichkeit ein Thema in Bulgarien und Rumänien ist. Können Sie noch mal ganz kurz darauf eingehen, was sind da die Probleme oder die zentrale Knirschpunkte? Also Bulgarien und Rumänien folgen im Grunde dem ungarischen Modell, den Rechtsstaat zu demolieren. Es gibt dort Parteien, die lange geherrscht haben. Gerade ist die rumänische Sozialdemokratie, das sind gewendete Postkommunisten, die eigentlich fast seit 30 Jahren an der Macht ist, wiedergewählt worden. Diese Leute bringen ihre Getreuen in alle wichtigen Positionen. In Bulgarien, Rumänien und Ungarn stützen sich neben dem Staatsapparat die Machthaber auch noch zusätzlich auf Oligarchen. Das sind Leute, die sie mit Staatsaufträgen reich machen und von denen kriegen sie dann als Gegenleistung allerlei Dienste. Das kann sein gute Presse, weil Oligarchen die Medien auch beherrschen. Das kann aber auch sein, dass, wie in Bulgarien häufig geschehen, Richter bestochen werden oder Kompromat gegen Richter oder hohe Beamte gesammelt wird. Also wer aus der Reihe tanzt, der muss damit rechnen, auf vielfältige Art und Weise demoliert zu werden von einer korrumpierten Justiz. Und um diese Justiz zu korrumpieren, braucht es, wie gesagt, Geld. Und das beschaffen sich die dortigen Machthaber in einem unsäglichen Bündnis mit Oligarchen und Geschäftsleuten. Okay, ja, das ist sehr interessant, auch dieses Thema Oligarchie und Kleptokratie natürlich. Wir haben hier in der Europäischen Akademie in der letzten Zeit eine kleine Studie mit dem Warschauer Think Tank Case gemacht zum Thema eben Rechtsstaatlichkeit und wirtschaftliche Performance und auch die Wahrnehmung der Rechtsstaatlichkeit im privaten Sektor, in kleinen und großen Unternehmen. Deswegen gucke ich schon mal ein bisschen Richtung Warschau und dir, Jacek. Ein Zitat ist sehr interessant, weil es geht in die Richtung, die Sie, Herr Pohl, angesprochen haben, nämlich diese Checks and Balances, also die Gewaltenverschränkung. Welche Bedeutung hat das tatsächlich für Unternehmer? Und einer von unseren Gesprächspartnern sagte, ich zitiere, Rechtsstaatlichkeit baut Vertrauen auf Vertrauen, dass ich mich auf mein Gegenüber verlassen kann, dass ich auch abgesichert bin in gewissen Situationen. Und Vertrauen ist die Basis für eine Geschäftstätigkeit. Wenn ich nicht das Gefühl hätte, dass mein Kunde seine Ware bezahlt oder mein Lieferant liefert, dann wäre gar keine Geschäftsbeziehung, gar kein Geschäft möglich.
Das ist, glaube ich, auch so eine gute Wahrnehmung von Rechtsstaatlichkeit wirklich komplett im Unternehmen. Aber lieber Jacek, wie sieht es aus in Warschau? Mit welchen Themen, mit welchen Problemen sieht sich die polnische Gesellschaft gerade zurzeit konfrontiert? Vor allem natürlich eben auf das Thema Rechtsstaat und Demokratie. Und damit wir eine gute Gespräch haben, bitte ich dich, ganz kurz das Video auszuschalten, damit wir nicht die Verzögerungen haben beim Bild und Wort. Wir haben da kleine Verbindungsprobleme Okay, gerade. weil ich im Wald wohne, werde ich jetzt die Kamera ausschalten, damit mich alle besser hören. Jan Puhl hat die ist die Situation hervorragend beschrieben, aber um die Situation in Polen besser zu verstehen, sollte man einen Blick nach hinten werfen, um zu verstehen, wie es zu dieser Situation gekommen ist. Nach der demokratischen Wende von 1989, 90 gab es große Hoffnungen, Erwartungen auf die Gerechtigkeit. Nach 50 Jahren kommunistischer Herrschaft gab es viele, die sich ungerecht behandelt fühlten und wollten schnell Gerechtigkeit. Es hat sich aber schnell erwiesen, dass der Rechtsstaat, den man aufzubauen begonnen hat, langsam ist, dass es unmöglich ist, schnelle Gerechtigkeit zu bekommen. Ich glaube, das gilt nicht nur für Polen. Die ostdeutsche Dissidentin Bärbel Bollej, die leider nicht mehr lebt, hat mal gesagt, in Bezug auf die DDR, wir wollten die Gerechtigkeit und wir haben den Rechtsstaat bekommen. Das hat geführt zur Enttäuschung. Und auf dieser Welle der Enttäuschung kam die Partei Recht und Gerechtigkeit, die Nationalkonservative Partei, an die Macht mit dem Versprechen, eine radikale Reform der Justiz durchzuführen. Nach 5 Jahren dieser Reformen sehen wir, dass die Verfahren noch länger dauern als vor 5 oder 10 Jahren und dass diese Reform nur darin besteht, alte Richter durch neue, total loyale gegenüber der Regierung auszutauschen. Und dass die regierende Partei einen absolut untergeordneten Justizapparat haben will. Das ist nicht nur abstrakt, das sieht man an einzelnen Fällen. Vor ein paar Jahren kollidierte ein Autofahrer mit der Wagenkolonne der polnischen Ministerpräsidentin. Wie die polnische Justiz mit diesem Fall umgegangen ist, damit der kleine Fahrer, der Recht hatte, das Recht nicht bekommen hat. Das ist ein Study Case, woran man in Warschau, in den Regierungskreisen denkt. Man hat alles auf die alten kommunistischen Richter abgeschoben, dass die alten Richter an allem schuld sind. Das ist aber auch nur ein Argument, das nicht überzeugen kann, weil die Recht und Gerechtigkeit zum Beispiel einen ehemaligen kommunistischen Rechtsanwalt ins Verfassungstribunal gewählt hat. Es gibt noch viele Richter, die Widerstand leisten und die Europäische Kommission hat viele Entscheidungen getroffen, um diese Unterordnung der Justiz zu stoppen. Manchmal mit Erfolg, manchmal ohne Erfolg. Wenn aber diese Partei Recht und Gerechtigkeit länger an der Macht bleibt, sehe ich schwarz und nicht nur für die Justiz, für die polnische Justiz. Okay, vielen Dank, Jacek. Jetzt kannst du wieder die Kamera einschalten. Das ist irgendwie total, heute ist es ein bisschen herausfordernd, aber tja,
Wald ist vielleicht doch ein Stichwort. Okay, aber wie ich höre, also wir haben ja tatsächlich mal zwei verschiedene Wege. Einmal in Polen tatsächlich auch so ein bisschen historisch bedingte Entwicklung, aber auch so ein bisschen ideologisch bedingte Entwicklung auch von Kaczynski, um zu sagen, okay, ich muss die Justiz instrumentalisieren oder zum Instrument der Politik machen und von meinen politischen Überzeugungen, damit ich den Staatsumbau so gestalten kann, wie ich gerne hätte. Bei Orban ist es ja tatsächlich, glaube ich, noch viel, viel breiter und viel weiter gedacht, um zu sagen, okay, ich will einfach mal meine Macht sichern und ich will einfach mal länger an der Macht bleiben und deswegen teile und herrsche ich und nutze alle Instrumente, die mir zur Verfügung stehen. Frau Baumann, jetzt der Blick nach Norden. Vielleicht bleiben wir tatsächlich mal so ein bisschen bei von dem, was wir jetzt hier gehört haben, wie diese Wahrnehmung von Staat und von Demokratie ist in den jeweiligen Ländern. Sie kamen vor einem Jahr nach Stockholm. Aus der Ukraine, also aus einem Land, das gerade selber versucht, dieses Thema Gewaltenteilung und Rechtsstaatlichkeit für sich neu zu erfinden bzw. zu definieren und tatsächlich mal an die europäischen Standards anzupassen. Und dann kamen sie in ein System, was in Europa als das Musterbeispiel für korruptionsfreie, staatstreue Regierung oder auch mal Staatsaufbau ist. Wie nehmen Sie tatsächlich mal die skandinavischen Staaten wahr und ist alles dort auch tatsächlich so rosig, wie es aussieht? Ja, vielen Dank. Also ich würde ganz gerne auch noch ergänzen, dass gerade auch die drei nordischen EU-Länder, Schweden, Finnland und Dänemark, sich vehement dafür eingesetzt haben, dass jetzt während der Verhandlungen auf europäischer Ebene dieser Mechanismus der Rechtsstaatlichkeit eine große Rolle spielt. Also das war hier sehr wichtig und das war auch in den Medien immer wieder und ist auch bis heute natürlich wichtig, weil Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, auch Budgetsicherheit, das ist etwas, was den, insbesondere den Schweden, aber auch den Dänen und Finnen ganz wichtig ist. Sie sehen sich ja auch dann als ein Land, hier beispielsweise in Schweden, das auch sich immer ja, Budgetsicherheit gekümmert hat. Und das ist halt auch immer die Frage, die mitspielt. Also es geht zum einen nicht um Einhaltung von Rechtsstaatlichkeit, zum anderen aber auch, wie man mit seinen eigenen Schulden beispielsweise umgeht. Also das Demokratieverständnis ist in Schweden mit Sicherheit ein anderes als, wenn ich das so sagen darf, als in Polen oder auch in Ungarn. In der Ukraine, wenn Demokratie ist hier verankert seit 100 Jahren in Schweden. Seit 200 Jahren hat es in Schweden keinen Krieg mehr gegeben. Schweden war ja auch im Zweiten Weltkrieg sozusagen neutral. Und das Staatsverständnis ist auch ein ganz anderes. Also man legt großen Wert darauf, dass man staatstreu ist. Der Staat regelt auch ganz viele Bereiche, die in anderen Ländern beispielsweise ausgelagert werden, auch an private Unternehmen sind hier staatlich. Das ganze gesamte Gesundheitswesen, Sozialwesen ist alles staatlich. Und das, wovon Sie vorhin sprachen, auch die Frage von Vertrauen und Verlässlichkeit, die steht hier ganz oben auf der Agenda. Also man traut dem Staat in dem, was er macht. Man zahlt auch dafür extrem hohe Steuern, meines Wissens die höchsten Steuern innerhalb der Europäischen Union. Deswegen erwartet man auch, dass der Staat verlässlich ist und das versucht er auch einzuhalten. Es gibt natürlich auch hier Risse, aber die sind in anderen Bereichen zu sehen, beispielsweise, dass der Wohlfahrtsstaat nun auch nicht mehr immer so verlässlich sein kann, wie es noch vor vielleicht 5 oder auch 10 Jahren gewesen ist. Deswegen gibt es hier auch Bewegungen beispielsweise, die sehr kritisch sind, auch europaskeptisch. Wir haben ja hier auch eine Partei, die Schwedendemokraten, im rechtsnationalen Spektrum angesiedelt, die mittlerweile bei 20% liegt. Also es gibt hier auch Kritik
an dem Wohlfahrtsstaat, so wie er sich jetzt diesen Wochen und Monaten präsentiert. Aber grundsätzlich ist natürlich Schweden, und deswegen ist Schweden ja auch so engagiert international, gerade in Transformationsländern, um Rechtsstaatlichkeit zu vermitteln, ist mit Sicherheit ein Musterbeispiel, auch wenn es darum geht oder gegen Korruption zu kämpfen, die praktisch nicht mehr existiert. Ich erinnere nur daran, dass wir hier auch praktisch kein Bargeldverkehr mehr haben. Also ich selber habe seit einem Jahr nicht mehr mit Bargeld gezahlt. Und das zeigt auch einfach, dass dadurch natürlich auch ganz viel per se schon ausgeschlossen wird an möglichen Korruptionsverfahren. Okay, gut, das stimmt. Thema Korruption haben wir ja auch da vorhin angesprochen. Wunderbar, vielen, vielen Dank. Aber auch dieses Engagement oder dieses Staatsverständnis ist natürlich ja anders, und dieses auch Gefühl, sicher für rechtsstaatliche Mechanismen in Europa zu engagieren, ist natürlich dadurch auch erklärt. Gut, machen wir eine zweite schnelle Runde. Also die Zeit rennt heute wirklich unglaublich. Herr Pohl, kommen wir zu den aktuellen Themen, wirklich die jetzt in der Schlagzeilen sind. Also wir haben ja eins von diesen Themen ist Polens und Ungarns Veto, was den mehrjährigen Finanzrahmen angeht und was den Wiederaufbaufonds in Europa angeht, in der Europäischen Union. Ohne das Zugeständnis Polens und Ungarns ist da nichts zu machen. Es gab ja verschiedene Drohungen, aber machen wir uns nichts vor, Europa muss zusammenhalten. Es sind auch bereits die ersten Zugeständnisse gemacht worden. Und was ist da? Was steckt dahinter? Und beziehungsweise, was bedeutet eigentlich jetzt der Kompromiss für das Thema Rechtsstaatlichkeit in Europa? Wie nehmen wir das Thema auf der europäischen Ebene wahr? Also ich denke, der Kompromiss besteht zunächst mal darin, dass man diesen Rechtsstaatlichkeitsmechanismus in der Tat eingeführt hat und einführen wird, aber dass man einige Erklärungen dazu verabschieden wird heute Nachmittag auf dem Gipfel. Die eine wird sich darauf beziehen, dass der Rechtsstaatsmechanismus sich wirklich nur dann anwenden lässt, wenn, oder es wird erklärt, dass er sich nur dann anwenden lässt, wenn es wirklich um die rechtsstaatlich abgesicherte Verwendung von EU-Geldern geht, knapp gesagt, ja. Und nicht, wie die Rechtsnationalen in Polen oder Ungarn behaupten, dass der Rechtsstaatsmechanismus dazu angewendet wird, irgendwie die Schwulen-Ehe einzuführen oder ein neues Migrationsrecht zu verankern. Das ist die eine Seite des Kompromisses. Gleichzeitig wollen Ungarn und Polen ja vor dem Europäischen Gerichtshof die Staatlichkeit des Rechtsstaatsmechanismus überprüfen lassen, und so lange würde man dann den Mechanismus nicht anwenden. Das sind die Angebote, die an Polen und Ungarn gemacht werden. Aus beiden Ländern ist erkennbar, dass die wohl darauf eingehen werden. Es gibt noch Widerstand in Polen, darüber weiß Jacek mehr. Aber Ungarn scheint auf Linie zu gehen. Dieser Kompromiss, den kann man gut finden oder schlecht finden, kann man als Einknicken vor Polen und Ungarn werten aus Sicht der EU. Man muss sich bei der ganzen Debatte darüber vollkommen im Klaren sein, dass die Drohung, das Budget mit einem Veto zu belegen und vor allen Dingen die Corona-Hilfen für ganz Europa erhebliche Konsequenzen gehabt hätte haben können. Es ist ja nicht so, dass die EU-Hilfen, Strukturhilfen und Subventionen, die von Brüssel nach Osteuropa fließen, dort als Almosen unter den Polen verteilt werden oder den Bulgaren, sondern das sind Subventionen, die für Straßenbau und Infrastrukturverbesserung angewendet werden, die zum Teil direkt auch deutschen Unternehmen zugutekommen. Also es gab in der gesamten EU ein großes Interesse, dieses Problem vom Hof zu schaffen. Ob der Rechtsstaatsmechanismus eines Tages wirklich wirken wird und ob man mit diesem Rechtsstaatsmechanismus im Ernst dann Peace dazu zwingen kann, die Justizreform zurückzunehmen, kann man jetzt heute, glaube ich, sehr schwer einschätzen. Okay, vielen Dank. Ja, lieber Jacek, weil du angesprochen worden bist, wie wird dieses Thema tatsächlich jetzt gerade in Warschau wahrgenommen? Ja, sind Polen die Gewinner, sind Polen die Verlierer von den ganzen Verhandlungen? Und was sagt natürlich die Gesellschaft und was sagen die Medien? Ich verschwinde aus dem Bild. Nee, bitte nicht. Nee, bitte diesmal nicht Nein? verschwinden. Wir Okay. versuchen mit Bild.
Gut, die Zeit rennt, aber ich muss unbedingt einen Satz zu Frau Baumann sagen, weil sie etwas extrem Wichtiges angesprochen hat, diese Bedeutung der Tradition, der Rechtskontinuität. In Polen gab es überhaupt nicht diese Kontinuität. Im 19. Jahrhundert gab es kein Polen. Es galt preußisches, russisches, österreichisches Recht. Dann kam der Zweite Weltkrieg, dann 50 Jahre kommunistische Herrschaft. Die Polen haben ein anderes Verhältnis zum Recht als Schweden oder die nordischen Staaten. Das ist keine Entschuldigung, aber das ist ein Versuch der Erklärung, dass dieses positive Einstellung zum Recht gelernt werden muss und dass vielleicht Polen noch ein bisschen Zeit hat. In Polen, die Unterstützung für die Europäische Union beträgt in Polen zwischen 80 und 90%. Also Polen sind ein Europa begeistertes Volk und nicht nur wegen des Geldes, sondern anderer Werte. Das Problem ist, dass die polnische Führung ein antiquiertes Verständnis von Europa hat. Es wird immer wieder wiederholt, wir wollen Europa der Vaterländer, wie in den 60er Jahren mit de Gaulle und Adenauer und Gasperi. Das ist aber nicht möglich. Es gibt kein Zurück zu dieser Zeit. Deshalb jemand, der Europa der Vaterländer verlangt, will eigentlich Spaltung oder Zerstörung der Europäischen Union. Es gibt kein Zurück. Jan Pul hat das schon angesprochen. Es gibt in Polen einen inneren Kampf zwischen einem radikalen Flügel, der in der Regierung, der diese Abmachung, diese Vereinbarung ablehnen wird, und dem Ministerpräsidenten Morawiecki, der gerne diese Vereinbarung unterschreiben würde. Wie der Kampf ausging, das wissen wir noch nicht. Wir kennen auch noch nicht den endgültigen Text dieser Vereinbarung, der erst heute oder morgen verabschiedet werden soll. Ich bin aber relativ optimistisch, dass das alles mit einem Kompromiss zu Ende geht, dass die polnische Regierung nicht zerfällt und dass wir von dem Geld weiterhin Gebrauch machen können. Vielen Dank. Vielen Dank, Jacek, für die Erklärung. Vielleicht bleibe ich noch mal ganz, ganz kurz bei dir, weil es gibt noch eine weitere Entwicklung, über die ich ganz kurz sprechen möchte, nämlich das, was in Polen passiert, ist, dass der polnische Ölkonzern Orlen gerade die polnische Regionalpresse, die bisher zu Passauer Konzern gehörte, aufgekauft hat. Hat das irgendetwas mit dem Thema Medien- und Pressefreiheit und Pluralismus zu tun? Das ist ja auch ein Aspekt der Rechtsstaatlichkeit. Oder können wir da sicher sein, das ist eigentlich ein Thema, was für einen ganz anderen Morning Briefing zu besprechen ist? Das hat viel zu tun mit diesem Thema. Die polnische Regierung hat den öffentlichen Rundfunk und öffentliches Fernsehen praktisch abgeschafft. Beide Institutionen wurden umgewandelt in die Propagandainstrumente der Regierung. Jetzt dieses Zeitungspaket von 20 Lokalzeitungen und etwa 100 Wochenzeitschriften sowie Internetplattformen ist ein gewaltiges Paket, und mir erinnert diese Situation an Russland, an Gazprom, das auch Zeitungen und Medien aufgekauft hat. Und das Ziel liegt auf der Hand. Auch diese Zeitungen, die bisher unabhängig waren, sollen die Regierungspropaganda machen. Das ist ein weiterer Schritt in der Einschränkung der Gewaltenteilung, denn Medien sind vierte Gewalt.
Genau, das ist genau der Punkt. Liebe Frau Baumann, wir kommen langsam zum Schluss, aber ohne Sie natürlich geht gar nicht. Und es gibt ja ein paar interessante Punkte, über die wir gerade gesprochen haben. Also einmal natürlich dieses Thema EU-Verhandlungen und Veto. Ich würde gerne auch hier nochmal ganz kurz Ihre Meinung hören. Wie kommentiert das, wie ist die Sicht aus, wie ist Sicht aus den nordischen Ländern, was das angeht? Wie wird dieses Thema auch in der Gesellschaft wahrgenommen, in der schwedischen Gesellschaft oder in den nordischen Ländern? Wie wird über eben Thema Rechtsstaatlichkeit debattiert oder über Europa, auch über den europäischen Zusammenhalt und Zusammenhang? Und vielleicht noch eine ganz kurze Frage, die auch spannend ist, nämlich was sagt eigentlich der Norden über die Rechtsstaatlichkeit in Deutschland? Ja, vielen Dank. Also ich würde auch noch mal an dieser Stelle gerne daran erinnern, dass das Schweden erst 1995 Mitglied der Europäischen Union gewesen ist. Also es war auch ein langer Weg hin zu Europa für Schweden. Und auch heute ist es natürlich, gibt es eine starke Befürwortung der Mitgliedschaft nach wie vor. Aber es gibt beispielsweise das Thema Euro, Einführung des Euro ist vom Tisch. Das hat ist mehrfach debattiert worden und ist jetzt vom Tisch. Also auch interessant, weil man geht halt auch nicht, ich sag mal, bis zum Ende. Also die EU-Verhandlungen, ich hatte es ja eingangs erwähnt, waren halt geprägt dadurch, dass die nordischen Länder diesen Rechtsstaatsmechanismus immer eingefordert haben, zum einen, zum anderen aber auch immer darauf hingewiesen haben, dass das die beispielsweise Schweden sich ja sehr um Budget und keine Schulden kümmert und man den Eindruck hat, dass das in anderen Ländern nicht der Fall ist. Von daher wurde auch in den Medien zwar nicht breit debattiert, das wäre nochmal ein Sonderthema, weil aus meiner Sicht ist die Öffentlichkeit nicht so sehr an den EU-Themen hier interessiert. Und deswegen spiegelt sich das auch in der Presse nicht so wider. Aber man hat das Thema grundsätzlich wahrgenommen. Interessanterweise, wenn es um Polen ging in den letzten Wochen und Monaten, ist auch das Thema mit den Demonstrationen gegen das neue Abtreibungsgesetz hier besprochen werden, weil das ist natürlich auch wichtig für Schweden. Was man gar nicht will, ist eine Transferunion. Immer dieser wirtschaftliche Aspekt spielt in den nordischen Ländern so eine große Rolle. Und das ist auch etwas, was, ich sag mal, das gute Auskommen der nordischen Länder innerhalb der Europäischen Union gefährden würde, wenn das jetzt, wenn man den Eindruck hätte, es würde weiter in Richtung einer Transferunion gehen. Das wird immer wieder von allen politischen Parteien auch bestätigt. Ja, vielleicht lasse ich es dabei. Okay, und über Deutschland sprechen wir beim nächsten Mal, oder? Ganz kurzer Satz noch dazu. Also das Verhältnis zwischen Schweden und Deutschland ist ausgezeichnet. Und aus meiner Sicht gibt es da überhaupt keine Probleme in irgendeiner Form. Also es ist zu wenig, es wird zu wenig wahrgenommen bisher, gerade die politischen Themen. Und ich denke, von daher sollten wir da auch wir als Stiftung deutlich mehr zu tun. Ja. Okay. Wunderbar, aber das ist vielleicht tatsächlich eine gute Erkenntnis. Natürlich in diesem Zusammenhang mit dem Thema Rechtsstaatlichkeit konzentrieren wir uns sehr stark natürlich auf mittel- und osteuropäische Staaten, ganz konkret Polen und Ungarn. Aber vielleicht sollte man bei einer oder anderen Gelegenheit auch mal bei sich zu Hause nochmal schauen, wie tatsächlich die rechtsstaatlichen Mechanismen funktionieren und wie das tatsächlich in anderen westeuropäischen Staaten ist. Deswegen finde ich auch gut, dass wir tatsächlich in der Europäischen Union mit den regelmäßigen Berichten rund um Thema Rechtsstaatlichkeit im kompletten europäischen Vergleich angefangen haben. Das ist vielleicht ein erster Schritt und auch eine gute Möglichkeit zu schauen, okay, funktioniert auch alles bei uns rechtens. So, meine Damen und Herren und liebe Gesprächspartner, wir sind wirklich jetzt am Ende unserer Runde angekommen. Ein kleines bisschen länger als eigentlich geplant diesmal. Aber das Thema war auch sehr vielschichtig und natürlich auch sehr kontrovers und auch sehr aktuell. Und deswegen möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen, Frau Baumann, Herr Puhl und lieber Jacek, Herr Lepjasz offiziell für die Diskussion bedanken. Und ja, sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, das war unser fünfter Morning Briefing in der Projektreihe Europa jenseits der Schlagzeilen.
Und wir sind aber lange noch nicht am Ende. Wir werden noch einmal im Januar hinter die Kulissen des europäischen Geschehens blicken und Themen ansprechen, die uns alle brennend interessieren. Und dann erwartet Sie noch das Grand Finale. Ich verrate noch nichts. Bleiben Sie also gespannt. Ich sende Ihnen jetzt ganz herzliche Grüße aus der Europäischen Akademie Berlin. Ich wünsche Ihnen besonnene Jahresendspurt und ich freue mich auch auf das neue Jahr. Bleiben Sie gesund und bis bald. Vielen Dank und tschüss. Yeah, okay, tschüss.